Herzlich willkommen zur Videolösung der dritten Serie. Wir besprechen hier die Teilaufgabe D der vierten Aufgabe. In den vorhergehenden Teilaufgaben ging es darum, in diesem Kreisprozess, welcher so aussieht, verschiedene Wärmen und Arbeiten zu berechnen. Dieser Kreisprozess besteht aus drei Teilprozessen, einem isothermen Prozess vom Zustand 1 zum Zustand 2, einem isobaren Teilprozess vom Zustand 2 zum Zustand 3 und einem isochoren Prozess vom Zustand 3 zum Zustand 1. Ich habe hier bereits eingezeichnet, was für Wärme und Arbeiten in das System einfließen oder aus dem System entnommen werden. Vom Zustand 1, vom Zustand 2 haben wir eine isotherme Kompression. Das heißt, die Umgebung leistet Arbeit am Gas, was zu einer Erhöhung der inneren Energie führen würde. Könnte die sich ändern, aber bei einem isothermen Prozess ändert sich die innere Energie des Gases ja nicht, weil die Temperatur gleich bleibt. Das heißt, alle Arbeit, die am Gas verrichtet wird, wird direkt als Abwärme wieder abgegeben. Darum das mit den Pfeilen hier für ein wenig besseres Verständnis. Also vom Zustand 1 zum Zustand 2 entsteht Abwärme, wenn man am Gas Arbeit leistet. Dann bei der isobaren Expansion vom Zustand 2 zum Zustand 3, da muss man Wärme in das System einbringen. Hier dargestellt mit Delta Q 2, 3, dem Pfeil nach unten, das heißt in das System rein, in das Gas. Dabei erhöht sich die innere Energie vom Zustand 2 zum Zustand 3, nimmt die Temperatur zu und gleichzeitig wird Arbeit geleistet. Die Arbeit entspricht genau der Fläche unter dieser Gerade hier. Dann vom Zustand 3 zum Zustand 1, das ist ein isochorer Prozess, da sich das Volumen nicht ändert, kann weder das Gas an der Umgebung Arbeit leisten, noch kann die Umgebung am Gas Arbeit leisten. Das Einzige, was passiert, ist, dass wir haben hier eine höhere Temperatur als hier, das heißt die innere Energie des Gases nimmt ab, das heißt, diese Energie muss in Form von Abwärme an die Umgebung abgegeben werden. Hier dargestellt mit Delta Q 3, 1. Jetzt in dieser Teilaufgabe ist gefragt, wie man den Wirkungsgrad, oder ist die Frage über den Wirkungsgrad, wenn dieser Kreisprozess als Wärmekraftmaschine gebraucht würde. Grundsätzlich ist der Wirkungsgrad einer Wärmekraftmaschine definiert als die nutzbare Arbeit über dem Aufwand oder über der Wärme, die ich dem System hinzufügen muss, damit eben diese nutzbare Arbeit produziert wird. Das heißt, im Zähler haben wir, und ich schreibe das jetzt in Betragszeichen, damit es keine Verwirrung gibt mit den Vorzeichen. Das heißt, die Arbeit, welche vom Gas sicher mal an der Umgebung, welche das Gas an der Umgebung leistet, ist sicher mal Delta W 2, 3, weil das Gas dehnt sich ja aus. Von 3 nach 1 kann keine Arbeit geleistet werden und von 1 nach 2 leistet die Umgebung am Gas Arbeit. Diese Arbeit ist für uns nicht nutzbar und ist dann sozusagen verloren. Das heißt, diese Arbeit, das Delta W 1, 2, die geht uns wieder weg. Das heißt, die totale Arbeitsbilanz entspricht genau dem, was jetzt hier steht. Und der Aufwand, die Wärme, welche wir hinzufügen müssen, das ist Delta Q
2, 3. Und das ist alles, was wir machen müssen, weil nur hier in diesem Teilprozess müssen wir Wärme in das System einbringen. Hier von 3 nach 1 entsteht Abwärme, die ist für uns nicht mehr nutzbar, die können wir nicht mehr wiederverwenden. Und von 1 nach 2 entsteht ebenfalls Abwärme, welche wir nicht nutzen können. Das heißt, der Wirkungsgrad dieser Maschine sieht so aus. Gefragt ist jetzt aber, wie groß ist die quasi verlorene Arbeit Delta W1,2, die Arbeit, welche die Umgebung an unserem System am Gas verrichtet. Alle anderen Werte, außer das Delta W1,2, sind bereits berechnet in den vorhergehenden Teilaufgaben oder gegeben, zum Beispiel der Wirkungsgrad. Das heißt, das Delta W1,2, das entspricht gerade dem Delta W2,3 minus dem Wirkungsgrad Eta mal dem Delta Q2,3. Wenn man diese Formel hier nach Delta W1,2 auflöst. Und all diese Werte hier sind gegeben. Das Delta W2,3, das haben wir berechnet, das ist 1 Kilojoule. Das Eta ist 1%, also 0,01. Und das Delta Q2,3, das ist gegeben in der Aufgabenstellung der vorhergehenden Teilaufgabe, nämlich in der Teilaufgabe A. Das beträgt 3 Kilojoule. Das heißt, wir bekommen schlussendlich einen Wert von 0,97 Kilojoule. Wenn das hier 1 Kilojoule ist, das Eta 0,01 und das Delta Q 3 Kilojoule. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, vielen Dank und bis zur nächsten Videolösung. Auf Wiedersehen.